sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Verrat? Was war denn schon zu verraten, frage ich euch. Was geht ab, YouTube? Und willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Isa. Ich hoffe, euch geht es allen gut da draußen. Das Wetter ist wunderbar. Ich bin hier schon am Schwitzen. Es ist schön warm. Geht raus, habt Spaß. Trefft euch mit euren Liebsten, mit eurer Familie, mit euren Freunden. Geht in den Wald, geht schwimmen. Habt einfach Spaß am Leben, weil das hier ist kein Spaß mehr. Wir werden jetzt quasi das Kolosseum-Prinzip gegen den Mazdok, der neue Judas, anwenden. Und ich werde ihn natürlich in diesem Video, wie in meinem letzten Video, wieder lyrisch von unten bis nach oben komplett auseinandernehmen, fachgerecht zerpflücken. Und der weiß es auch ganz genau, dass das nicht hier irgendein YouTube-Beef ist, der nach 2-3 Tagen oder lass es eine Woche sein, wieder vorbei ist. Nein, das ist das Kolosseum. Und ich werde auch heute das mit der Sprachnotiz euch erklären. Gar kein Problem, alles eingefädelt, 2 schöne Fleischstücke, so Tomahawks haben wir ihn zur Verfügung gestellt. Der hat die Prüfung nicht bestanden, ist 2-mal durchgefallen. Und das ist auch mit einer der Gründen, warum er jetzt selber im Kolosseum gelandet ist. Aber ihr wisst, ich bin jemand, der viel von Metaphern hält. Und deswegen versuche ich euch das jetzt ein bisschen sinnbildlich zu erklären, okay? So, es ist jetzt an den Mob gerichtet. Ihr seid der Mob, ihr habt eure eigene Meinung, ihr wollt Blut sehen. Und diesbezüglich passt ganz genau auf. Der Mazdako, der Mazdok, sitzt da in seiner Villa, okay? Villa, so. In der Eifel, so. In Köln sagt man auch Inzest-Eifel, aber das ist ein anderes Thema. Der sitzt dann da mit schönen Garten, exotischen Blümchen und dem geht es gut, verdient sein Geld mit YouTube und mit Twitch, vorgaukelt seinen Zuschauern nichts zu verdienen, ist aber im mehrtausigen Stellenbereich, der verdient unfassbar viel Geld damit, lasst euch nicht verarschen. Und jetzt ist das Kolosseum gekommen. So. Welche Taktik wenden wir am Anfang an? Wir haben uns für die Belagerung entschieden. So. Wir haben unsere Zelte aufgebaut, wir haben unsere Katapulte aufgebaut. Und wir sind jetzt da. Taktik, Belagerung. Und was machen wir da? Wir lassen den erstmal schön ausbluten, gucken, was hat er in seiner Hinterhand, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen. Und dann, wenn er langsam ausgeblutet ist, werden wir mit eiserner Faust und mit Disziplin zuschlagen. Ja? Da kann der auch diese Telefonate mit Carsten Stahl machen, so Ali Osman war früher Schmied gewesen, so, das ist auch kein Problem. Weil das sind alles von ihm psychologische Tricks. Er macht Propaganda auf einem ganz hohen Niveau. Und diesbezüglich werden wir quasi so den Untergang von dem Mazdok bringen. Das ist kein Problem. Wir sind da. Wir haben ihn belagert. Wir haben die Zelte und die Katapulte aufgebaut. Wir lassen ihn jetzt ausbluten bis am Freitag. Und dann werdet ihr das schon sehen. So, bevor wir mit den Sprachnotizen anfangen, muss ich euch auch noch mal kurz etwas zu seinem zu seiner Statur sagen. So, das ist für mich ein Primat. So, was ist ein Primat? Ein Primat ist nichts weiter als ein Neandertaler, ein Homo erectus. Ja, ich habe ihn damals aus seiner Neandertaler-Höhle rausgezogen, an seinen Haaren ins Kolosseum geschliffen und ihn wieder zum Mann gemacht, wieder aufgestellt. Ich habe ihm eine Rolle gegeben im Kolosseum als Gourmet, der die Videos würzt und der hat auch teilweise gut gewürzt ohne Ende, aber jetzt ist er selber zum Fleisch geworden, jetzt wird er selber gewürzt. Man kann das auch Kannibalismus so nennen. So, weißt du, ich meine, gleiches Bild. Ich habe ihn wieder aus der Kantine an den Haaren ins Kolosseum geschmissen. Ali Osman schleift schon sein Schwert. Stellt euch das mal sinnbildlich vor. Schön mit einem Schleifstein. So, das Schwert wird immer schärfer. Und der ist auf dem Weg. Am Freitag ist es soweit. Seid gespannt. Das wird quasi auch präzise verbale Schüsse, die auf den Kopf von Mazdako einschlagen werden. Und das ist auf jeden Fall die Sache. So, das ist der Anfang vom Ende. So.
Und der Mastak weiß das auch ganz genau. Das hat nichts mit YouTube-Beef zu tun. Das ist Kolosseum, das ist was anderes, Mann. So, weißt du, die Mastak-Army ist keine ABK-Army, Mann. Vor sowas braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Der saß da stundenlang in seinem Twitch. Ich habe Ausschnitte zugeschickt bekommen, wie der Propaganda betreibt. Und geht da hin und macht dies und macht das. Leute, bitte macht mal, denkt euch Namen aus. Kommentiert bei denen und disliked und liked und macht und tut. Also lieber Mastako, Mann. So, du brauchst uns keine Angst einzujagen. Wir sind tot. Einen Toten kannst du nicht töten. Das ist doch das, was wir seit Tag 1 predigen. Das musst du doch wissen. So, was haben wir denn zu verlieren? Wir haben doch gar nichts. Aber du sitzt da in deiner Villa, du machst Tausende von Euros mit dem YouTube. YouTube-Business. Du bist mitten im Leben, du bist Streamer, du bist YouTube-Star, du hast etwas zu verlieren. Wir haben nichts zu verlieren. Und das, mein lieber Freund, gibt uns einen enormen Vorteil. Und genau dieses selbe Prinzip, was bei Genghis44TV angewendet worden ist, wird jetzt bei dir angewendet. So, ich habe Blut geleckt, ich setze mich jetzt hier schön in deinen Hals rein wie eine Zecke und dann werden wir sehen, lass es die nächsten Wochen sein, lass es die nächsten Monate sein, aber wir werden sehen, wer den längeren Atem hat. Du hast am Anfang deines Aufbruchs quasi gesagt, ich habe etwas Großes, ich habe Sprachnotizen, ey Wasch, habe ich nicht etwas Großes? Wasch da so wie ein kleines Hündchen, ja Mastak, du hast etwas Wunderbares. Ja, ja Mastak, das ist echt heftig, veröffentlich das doch nicht, behalt das fürs Ende und du wirst die damit zerstören. Und dann denke ich mir so, Alter, kommt mal wieder ruhig, Mann. Wir haben den 2 Stück Fleisch ausgelegt. Weißt du, ich meine, erstmal das Video, dann die Sprachnotiz. Wir haben den so 2 saftige Tomahawks ausgelegt, weil wir ganz genau wussten, der wird kommen, der war der ehemalige Gourmet. Er wird das Fleisch direkt wieder würzen, gar kein Problem. So, jetzt sage ich euch auch mal ganz genau, wie, warum. So, und der Mob da draußen entscheidet, was war es und was nicht. Man, mich juckt nicht, welche Leute was kommentieren. Der Mob alleine entscheidet, jeder für sich, was die Wahrheit ist und was nicht. Wir haben ihm extra ein Video zukommen lassen, wo die Beweise, sogar ein Blinder mit Krückstock würde sehen, dass die Beweise echt sind. Wir haben Sachen vom Anwalt mit reingelegt, wir haben Sachen vom Arzt mit reingelegt, ja, mit Unterschrift, Stempel, wir haben alles schön im Konvolut hier stehen, okay, das ist alles kein Problem. Wir haben das extra so gemacht, um zu gucken, ob der Mastak wirklich unparteiisch ist, oder ob das so ein gekaufter Mastok ist. Und am Ende des Tages hat sich direkt rausgestellt, dass der Typ gekauft sein muss, dass es ihn gar nicht interessiert, was in dem Video gesprochen wird. Der sitzt ja auch immer meistens so wie tot. Und ihm interessiert der Inhalt nicht. Ihn interessiert nur das, was YouTube bzw. Google, ja mit Google AdSense, ihn monatlich schön am 21. bezahlt. So. Und das ist keine kleine Summe bei ihm, weil er versucht natürlich, sich immer so dahinzustellen, dass er nichts verdient. Aber woher die Villa, woher den großen Garten, der macht Cash ohne Ende. Liebe Leute, ey, lasst euch nicht für blöd verkaufen, Mann. Geht auf seinen YouTube-Kanal, schaut euch die Videos von Ali Osman an. Die haben immer viel mehr Klicks und Reichweite bekommen als seine anderen Videos. Das sind teilweise Videos, die machen 16.000 Klicks. Dann kommt Ali Osman 50.000, 60.000. Dann kommt was anderes wieder 16.000. Dann kommt Ali Osman Kolosseum 50.000, 60.000. Und dann sagst du, du hast Ali groß gemacht. Alter, Ali hat dich groß gemacht. Und das Zahlen lügen nicht, mein Lieber. Zahlen lügen nicht. Geht selber gucken. Alle Videos, wo er über Ali Osman spricht, haben eine viel größere Reichweite als seine anderen Videos. Deswegen, Leute, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Und ich auf jedes Video, was ich mir von dem angucken hatte, Werbung. So. Und der sitzt dann da, alle Videos in gelb und versucht hier Mimimi rumzuweinen. Und jedes, fast nicht alle, aber wirklich fast jedes Video ist mit Werbung vollgeklatscht, Junge. Wie willst du die Leute denn veräppeln? Wir sehen das doch mit unseren eigenen Augen und wir hören es doch auch. Meine Güte. Sitzt dann da auf Twitch, bekommt dort nochmal Dings ohne Ende.
Subs, Subscriber. Und für jeden Sub kriegt er 5 oder je nach Paket auch mal 10 Euro. Ja? Davon behält er auch 70%. So. Der macht sein Geld, der ist im mehrstelligen Tausenderbereich. Ich will keine Zahlen nennen, aber ich weiß, wie das Game funktioniert. Ich hatte bei Twitch früher, jetzt immer noch 12.000 Follower. Ich habe selber früher gestreamt. Ich hatte eine eigene Organisation gehabt. Deswegen sage ich auch immer, einen Toten kannst du nicht töten. Ich wurde damals schon mein Herz gebrochen von Leuten, die mir wichtig waren und so weiter. Selbst ich als kleiner Streamer habe monatlich, war ich locker über dem Tausenderbereich gewesen. So. Und die Deals, die der macht, der geht keine öffentlichen Deals ein, wo du das für den Finanzamt, das ist auch eine interessante Kiste, schreiben musst. Nein, Mann, der geht Deals mit Unterhand, Bruder. Das ist doch das, wo du das Geld rausholen kannst. Der sitzt da, trinkt das Wasser. Ist keine Werbung. Du hast das Geld zu 1000%ig bekommen. Natürlich sagst du für das Finanzamt, Hashtag keine Werbung. Verarsch deine Leute, aber nicht mich. Ich weiß ganz genau, wie die Leute am Dribbeln sind. Ihr könnt von mir noch was lernen, Leute. Das garantiere ich euch. Ich habe jetzt das gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, wir haben ihn quasi an seinen langen, schönen Haaren ins Kolosseum gezogen. Ali Osman schleift sein Schwert. Der ist auf dem Weg. Am Freitag ist dein Tag. Und du kannst die Sachen versuchen zu drehen, machen, wie du möchtest. Du zeigst jetzt quasi nur dein wahres Gesicht. Du bist in die Ecke getrieben. Und diesbezüglich zeigst du uns jetzt einfach nur deine Klauen. Wir bleiben stehen und wir werden auf jeden Fall weitermachen, gar kein Problem. Und ich habe Leute wie, nochmal auf Full Ernst anzusprechen, ich habe Leute wie Expo oder Engelrigo nicht ohne Grund in die Kategorie Parasiten und Gesindel geschmissen, weil ich ganz genau weiß, wie deren Charaktere sind und wie deren sogenannten Schachzüge sind. So, deswegen sind die in der Kategorie ganz unten, sogar unter den Leichenfledderer. Aber zum Expo und zu dem anderen Kandidaten, da werden wir nichts mehr hier im Video machen, weil das wird wirklich... Da werden wir wirklich mal so ein bisschen so das Straßenkolosseum rausfahren.